Hallo Tiziana, hallo Matze, herzlich willkommen beim Spiel Tut er es oder tut er es nicht? Ich habe hier fünf Umschläge vor mir liegen. Das sind die fünf Leute, die ich heute besuchen werde. Und in den Umschlägen befinden sich die Aufgaben. Und ich werde jetzt mal gucken, wo ich heute starten werde. Und ich entscheide mich mal für diesen Umschlag hier. Und los geht's beim Matthias. So, hier sind wir. Ich weiß zufälligerweise, dass der Matthias heute auf dem Flohmarkt in Rastatt ist. Und jetzt machen wir uns mal auf der Suche nach ihm. Jawohl. Ach nein. Du weißt, was dich erwartet. Ich habe Ja, eine Aufgabe ja. für dich. Okay. Du kannst gerne reingucken, um was es Ja? geht. Okay, oh nein, oh Muss mein Gott. reingucken. Ich weiß nicht, ob ich es sehen möchte. Dann kannst du ja vorlesen oder immer in die Kamera halten. Das hat aber nichts mit dir zu tun, oder? Spiele 5 Minuten mit der Blockflöte in der Rastatter Innenstadt, um Geld für Tizianas und Matzes Hochzeit zu sammeln. Das Rastatter Innenstadt canceln wir und wir verlegen das hierhin auf den Auf Flohmarkt. den Flohmarkt. Du hast jetzt ein paar Sekunden Zeit, dir drüber nachzudenken, ob du das machen möchtest oder nicht. Ich komme gleich wieder vorbei. Okay. 0. Und wie lautet deine Antwort? Ich mache es. Und Matthias hat sich dazu bereit erklärt, zu spielen und die Zeit läuft. Danke für die Spende, ich höre auf. Drei, zwei, eins, geschafft. So. Wie viel der Matthias erspielt hat, das seht ihr, Tiziana und Matze, dann an der Hochzeit. Wir bringen die Kasse mit. Ah, weiß. Und. Ah, beim Rosario geht's weiter. Perfekt, wir machen uns auf den Weg. Bis gleich.
Jetzt kriegt er einen Schock. Laut vorlesen. In Kleidung und mit Quietscheentchen und Schwimmflügeln einmal durch den Raststätter Schlossparkbrunnen schwimmen. Dreh dich um. Matze und Tizi, ihr denkt natürlich, ich werde es nicht machen, aber ich mach's. Rosario hat seine Aufgabe fachmännisch absolviert und er hat auch schon den nächsten Umschlag gezogen und wir sind gespannt, wer als nächstes dran ist. Und es ist... Ah! Was für ein Zufall, dass wir den dabei haben. Was für ein Glück. Beim Raffi ist auch so, dass er noch nicht sieht, was er machen muss, sondern er kriegt erstmal auf die Augenbinde aufgezogen. Da ist das Opfer. Raffi darf jetzt die Maske abnehmen und darf gucken, was er machen muss. Ja, darf es abnehmen. Vorlesen. Laufe verkleidet zu Fuß durch den McDrive von McDonald's und bestelle ein Menü deiner Wahl. Alles klar. Ihr könnt ja ihn aufklären, um was es geht. Ich laufe mal eine Runde. Ja. Wie lautet Raffi seine Entscheidung? Kann ich sprechen die Kamera für zu Tiziana und Matze? Ja, Tiziana, Matze, was denkt ihr? Mach ich's oder mach ich's nicht? Ich mache es nicht. Machen musst. Enthaare ein Schienbein deiner Wahl mit Kaltwachsstreifen. So, jetzt hast du eine halbe Minute Zeit, darüber Gedanken zu machen, ob du es machst oder nicht. Ich komme gleich wieder. Dann lösen wir jetzt auf und nimmst du die Challenge an? Natürlich. Für welche Seite hast du dich entschieden? Für die rechte. Alles klar, hier haben wir schon alles parat gestellt, nur das Beste.
So, Harald hat seine Aufgabe gelöst. Ein Umschlag ist noch vorhanden. Den übergebe ich dir, um den Leuten zu zeigen, wo es jetzt weitergeht. Mitgebracht. Also gut, dann mache ich die jetzt mal auf. Genau, oder? Ist eine Spezialaufgabe. Okay. Überlegt euch einen kleinen Familientanz, welchen ihr auf der Hochzeit aufführt. Oh. Oh. Oh, wow.